Today I just feel like playing Minecraft. I just wanna play it all day. Don't feel like going out at all, so let me hit this with my all. Cause today I feel like just playing. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Die Sims 4 natürlich. Get together for Minecraft. Let's play. Nee, das ist hier. Die Sims 4, Let's Play Minecraft. Ich liebe die Mod, das ist großartig. Wir haben unser eigenes nerdiges Geekzimmer in unserem Home-Café eingerichtet. Da wird jetzt ein bisschen Tischfußball mit Minecraft-Typis gespielt und gelesen, sich hier was zu essen geholt. Weil das ist das Café. Hallo Sie, ich hätte gern was. Oh, das ist ja Mandy. Oh, hallo, ich habe zuerst bestellt. Dränge dich nicht vor, Bitch. Oh, du bist ja vorne Pro, Mann. Lalalala, wieder ab und zu. Das ist mein Kaffee, ey. Ach, hallo. Ich bin's, die Enge. Auf Wiedersehen. Caroline, willst du dich nicht reinsetzen? Nee. Ich setz mich da nicht rein. Ich hab mir das jetzt eingesteckt. Könnt ihr mal sehen, ne? Ich geh jetzt da raus. Setz mich draußen an die frische Luft. Hol mir meine Hausaufgaben, und die hab ich ja fast liegen lassen, so was Dummes. Und setz ich mich hier hin. Die Jungs sind da drin hoffentlich noch ein bisschen am Zocken. Ja, hier geht's nochmal richtig ab. Oh, da ist jemand krank. Also der Ausschlag sieht gar nicht gesund aus, wollte ich nochmal erwähnt haben. Oh Mann, ja toll, ich hab Neuro der Mitte. Ich hab irgendwas Falsches gegessen, mich allergisch gegen oder so. Ich hab mal versucht, glutenfrei zu leben. Nee, sowas, das ist so glutenfrei, voll der Trend, so wie vegan und fleischfrei und so. Ey Leute, jetzt motzt euch nicht über solche Themen ab, ihr könnt ja auf Tumblr drüber schwafeln, aber jetzt erstmal hier voll den Ball ins Loch und so. Ey, wieso kann die Trulla hier durchgehen? Das war abgeschlossen für... Achso, wir haben nicht alle Türen abgeschlossen, ne? Türen abschließen für Gruppe... Alle außer Mitglieder der Gruppe, wir nennen uns Gamer. Können nämlich nur wir da drin sein. Oh, die Musik ist gut. Ich versteck mich dann im Busch. Was ist gerade passiert? Warum, Kamera, tust du, tust du solche Dinge? Huch. Lol, das ist... Das ist auch neu. Ja, manchmal glitschen meine Haare so ein bisschen, ne? Weil die sind halt gefärbt und so. Also ich finde deinen Look eigentlich ganz cool. Neuer, cooler Look, finde ich. Das ist super und so. Hä, hey, da bin ich auch wieder. Kann ich mitspielen? Ja, wir sind hier gerade dabei. Boah, ich verliere voll. Ja, ist voll dumm. Ich fummel jetzt. Los, Tickelattacke. Ey, wir sind ja nicht bei Pokémon. Wo jetzt noch mein... Moment. Sims 4 Pokémon. Was gibt es für die Sims? Es gibt Shiggy. Es gibt Klamotten. Und Pikachu. Oh mein Gott, es gibt alle... Pokémon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also es gibt für Sims 4 sehr viel Pokémon. Okay, das werde ich mir mal genauer angucken. Aber das mit dem Minecraft-Mod finde ich schon mal sehr gut. Der ist auch sehr liebevoll gestaltet und sehr gut gemacht. Unsere Kinder haben hier Spaß. Wen haben wir hier alles sitzen? Aber da ist ja die Moe. Ich weiß nicht. Ich kann nicht den ganzen Tag lang hier im Café verbringen, aber manchmal habe ich keine Lust, nach Hause zu gehen. Was ist das hier? Nadja Wagner, was ist hier? Sex in the City und das ist Annie Mangold. Hey, hast du Stress zu Hause mit deinem Mann oder was? Na, ist voll dumm. Kenn ich ihn, ich habe keinen Freund mehr, seitdem ich hierher gezogen bin. Dabei hatte ich mal einen Pony und ein Haus und ein Äffchen und ein Pferd. Ja, und ich sitze auch hier und gucke euch an und lache und tue so, als hätte jemand was gesagt. Das peinliche Schweigen überspielt. Ja, genau. Wollte ich auch gerade sagen. Könnt ihr wieder reden? Das macht mich ganz fertig. Oh, guck mal, da ist ja unsere Christina Wagner. Voll die geilen Beats. Schwinge meinen Belly. Alles klar, mach das ruhig. Was geht hier ab? Hey, diese fremde Frau starrt mich an. Hallo, Kind. Ist voll gruselig irgendwie. Und wir haben alle Sims aufgehört, irgendwas zu machen. Sind alle eingefroren. Ist mega... Jetzt geht's wieder. Das war mega unheimlich gerade.
war mega unheimlich. Caroline sitzt ja nur rum. Ja, ich sitze halt hier nur rum, na und? Das ist eine leckere Torte gewesen. Ich bin nicht hier, vielleicht geht sie dann auch aus ihrer Erfrierung aus. Nein, geht nicht. Kann ich weiter unterhalten, ein bisschen näher kennenlernen, so, was sie hier so nebenbei so... Gucken die sich jetzt wieder alle nur an? Oh Gott. Ich hab das Spiel kaputt gemacht. Welcher Skriptmod ist jetzt dafür verantwortlich? Oh, es geht wieder. Oh, jetzt geht die richtig ab hier! Lass uns über Kommoden reden, damit es jetzt plötzlich nicht wieder so still... Schon ist es wieder so still. Ja, irgendein Skriptmod zerschießt das Spiel, glaube ich, gerade. Zumindest was die Interaktionen angeht. Wobei, das hatte ich aber auch ohne den Mod schon... ohne irgendwelche Mod vielmehr. Die haben dann, die Leute haben dann einfach nichts mehr gemacht, wenn man einmal im Baumenü war. Dann ging es nochmal weiter und dann stockte wieder alles. So wie jetzt. Lol. Es hat aber auch ohne Mods schon solche Probleme gegeben. Hier wird auch ewig gespielt. Und wenn die Sims sterben, es ist ihnen egal. Können wir mal hier Versammlung beenden. Und mal nach Hause, weil es ist schon 16 Uhr und es ist Sonntag und wir sollten nach Hause gehen und Hausaufgaben machen. Steh nicht rum, beweg dich wieder. Na gut, das klappt nicht so gut. Was mit Reisen? Alleine bitte? Oh mein Gott, das klappt sogar. Okay, sie haben sich auch gerade für 3 Sekunden wieder normal benommen. Okay, sie benehmen sich alle wieder normal. Eieieiei. Vielleicht ist der Postplayer-Mod noch ein bisschen verbuggt oder irgendein anderer oder keine Ahnung. Aber es ist sowieso jetzt Zeit, nach Hause zu gehen. Von daher ist es völlig in Ordnung. Wir werden ja sehen, ob das weiterhin passiert. Da muss ich mal gucken, welche Modifikation dafür verantwortlich sein könnte. Der steht bei uns am Rumglitschen ist. Gott, jetzt möchte ich ganz viele Pokémon in Sims. Oh Gott, es gibt voll viele Pokémon in Sims 4. Was? Es gab für Sims 3 eine Mod, um aus dem Eichhörnchen Pikachus zu machen? Was? Oh mein Gott, das sind alle Evolis. Das sind alle Evolis. Oh mein Gott, das sind alle Evolis. Ja, ich gucke nur gerade nebenbei auf Google, wenn das da so lädt und so. Oh mein Gott, alle Evolis. Oh mein Gott, Download klicken. Bitte mach, dass es keine irgendwelche blöde chinesische Seite ist, weil ich den Download-Code wieder nicht finde. Webseite mit diesem Bild. Sul, sul. Download. Nein, das ist eine Webseite mit Musik. Geht weg. Ich sah, sie hatten immer ihren Webseiten und ihrer Musik. Apropos Musik, wir könnten ja hier mal so ein bisschen üben. Da oben wird gequasselt. Üben. Das ist schon mal ganz wichtig. Yuki wollte eigentlich gerade umarmen, ihrem Bruder umarmen und so. Wir kennen halt auch, finde ich halt voll gruselig, den Sören so überhaupt nicht mehr. Einfach mit denen mal wieder ein bisschen quatschen. Einfach jedem mal eine SMS schreiben. Vielleicht kommt ja mal einer vorbei oder so. Besucher gibt es aber anscheinend nicht mehr hier. Zumindest kommt niemand mehr zu Besuch. Jetzt können wir den Sören schon wieder ein bisschen besser. Sören, du hast recht, toller Tag. Ziehen wir los und amüsieren wir uns. Boah, alles klar, Mann. Amüsieren wir uns voll. Alter, das ist, sind wieder nicht alle Sims verfügbar. Gut, wir können die Selina mitnehmen. Wieso kommen wir mit dem Jacob Caprico nicht mehr klar? Den nehmen wir jetzt einfach mit und dann freunden wir uns mit ihm wieder voll an. Oh mein Gott, da sind tonnenweise Pokémon-Figuren und Statuen für die Sims 4. Oh mein Gott, das sind so viele Downloads. Ich bin da gerade auf eine Seite gestoßen, die muss ich alles haben. Ist holy. Pikachus und Raichus. Oh. Pika. Pika. Pika, Pika. Pikachu. Nein, du sollst die Seiten nicht übersetzen. Vergiss es, asiatische Seiten sich übersetzen zu lassen. Es klappt nie, sondern nicht gut. Nice. Ach, guck mal, Mikisch ist auch hier. Okay, dann können wir mal mit ihm uns wieder ein bisschen besser stellen. Komm, müssen wir mal kurz weg. Merkt man sich nicht mehr.
Hey, ich habe gehört, du warst mal verheiratet und bist es jetzt nicht mehr. Genau wegen solchen Sachen sind wir nicht gut miteinander befreundet, Schatz. Hey, hast du mich gerade Schatz genannt? Genau wegen solchen Sachen bin ich nicht mit dir befreundet. Ich nenne alle so. Das ist nichts Verwerfliches oder Erotisches. Ich möchte dich damit nicht anbaggern oder sowas, verstehst du? Okay, alles klar. Ein bisschen von Klamotten und Alben und dann nochmal über die Arbeit reden. Jetzt redet er über seinen dicken Panzer, das ist auch voll gut. Essen reden, medizinischen Krempel. Okay, da fand er langweilig. Oh, das fand er langweilig. Alles klar, schreiben. Magst du, schreibst du gerne Geschichten oder sowas? Ja, das ist schon eher mein Ding. Ich koche gerne. Ich koche auch gerne. Okay, super, super. Dann hassen wir uns schon nicht mehr, wenn wir da schon zusammen arbeiten. Voll blöd. Im Interessen reden. Vielleicht habt ihr ja ähnliche kognitive Konzentrationsmethoden. Logikrätsel. Dann einfach sagen, die Arbeit ist voll scheiße. Das kommt immer gut an. Kollegen tratschen auch. Nach Tag fragen. Ist doch auch nett. Er ist konzentriert. Umarmen. Ja klar, spring ihn sofort an. Karrierefragen. Eigentlich arbeiten wir doch zusammen, wenn ich mich da nicht vertue. Noch ein bisschen besser kennenlernen. Alles gut. Ist hier drüben los? Ist der Rest unserer Gruppe hin? Leute? Was ist hier los? Oh, er wird da gleich an die Bar gepackt hier. Ja, ich tanze, denn ich bin cool. Ich bin Jarvis und ich freue mich, als Mensch auch mal Spaß zu haben. Oh, mein voll den geilen Drink gemacht. Jetzt gehe ich weg. Ob ich den Drink trinken sollte? Dazu ist er da. Ja, super. Wo ist eigentlich Yuki? Wieso ist der jetzt nicht mehr? Wieso will der nicht mehr mit uns reden? Okay. Können wir uns vielleicht... Wieso ist eigentlich Jarvis nicht in unserer Group? Wir müssen uns ihm erst vorstellen. Lol. Ja, klar. Wir kennen uns zwar schon und haben auch einen Freundschaftsbalken aufgebaut. Müssen uns ihm aber erst vorstellen. Natürlich. Oh, hier wird gegrillt. Und da liegen auch wieder irgendwelche Hausaufgaben rum. Jetzt stell dich mal lustig vor hier. So verdammt schmäßig. Ich bin auf einer Bananenschale ausgerutscht und hingefallen. Das war voll peinlich. Bananenschale, Panzer. Ich möchte gar nicht wissen, worüber sie jetzt reden. Kane West. Sie reden über Kane West. Zur Runde hinzufügen. Können wir dann nicht hier zusammensitzen? Hier. Zusammensitzen. Alle zusammensitzen hier. Wer sitzt da? Morgan Fries bei den Abtrünnigen. Ach, guck mal. Leo ist auch hier. Ja, ich versuche mein Gehirn zu erweitern, indem ich logische Aufgaben löse. Kann ich nicht. Mal von vorne. Die Schwarzen schlagen die Weißen und die Weißen die Schwarzen und die sind leider nicht aus Schokolade. Können ja mal Leo wenigstens Hallo sagen. Sowas wie Hallo? Hallo? Einfach nur Hallo? Nach Tag fragen, da. Wäre sonst unhöflich. Sie kann ja nicht einfach ignorieren. Das ist ja wohl voll fies. Okay. Ganz natürlich tun. Ich komme dann ganz zufällig vorbei. Ich setze mich mal hier hin. Hi, Leo. Na, wie geht's so? Alles super? Oh, hallo, Yuki. Was machst du da? Wie geht's dir so? Ist alles ist cool? Ist cool? Ja, ich versuche hier gerade logisch zu denken, aber es ist voll schwer. Was ist zum Henker? Flirten. Ich glaube, es geht los. Lass du das gefälligst. Bisschen tratschen, von allem reden, aber anbaggern doch nicht. Und du siehst gut genährt aus. Also ich meine nicht dick, sondern ich meine du wieder gute Muskeln und so. Ja, ich gehe richtig trainieren zurzeit, ne? Sieht gut aus, finde ich. Bisschen luftig vielleicht, aber ansonsten schön, dass es dir gut geht. Naja, so. Das ist jetzt nicht so ein Thema, über das wir unbedingt reden müssen. Ernsthaft? Oh, ey, das sollte so nicht rüberkommen. Ich wollte eigentlich nur... Verstehst du? Das wollte ich gar nicht. Ich meinte... Du bist zuerst... Erst machst du Schluss mit mir und jetzt kommst du mir so von der Seite. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Kannst du nicht mit meinen Gefühlen spielen?
Nein, nein, das meinte ich gar nicht so. Ich wollte nur, weißt du, das war scherzhaft gemeint. Ich. Mit der Situation umzugehen ist immer noch schwierig. Nach einem Jahr, ich meine, wir könnten jetzt als Freunde Kaffee trinken gehen. Keiner würde komisch darüber denken, verstehst du? Du, ich, Freunde, mehr nicht passt. Okay, das finde ich gut. Damit kann ich arbeiten. Dann ist das gar nicht mehr so peinlich und merkwürdig. Was los? Zusammen in die Sterne gucken. Alles klar. Macht ihr mal. Was macht ihr da drüben? Können wir nicht hier irgendwie... Guck mal, wir haben Hunger. Können wir jetzt ein Gericht nehmen hier? Da. Der haut schon wieder ab. Jarvis fühlt sich irgendwie vernachlässigt. Eigentlich wollten wir so einen Freund zusammen hocken. Und was ist? Nichts passiert. Hört auf, in die Sterne zu gucken. Alter, was bei denen falsch läuft. Aber hey, wenigstens haben sie die Sache mal mit dem Freunde mehr nicht geklärt. Ist doch gut. Die Juki fühlt sich trotzdem total unwohl. Ah, Mann, das war total awkward. Wieso habe ich das gemacht? Hallo, ich bin Jarvis. Ich sitze auch noch hier. Eigentlich wollten wir zusammen was unternehmen. Oh ja, tut mir leid. Hallo, ich rede jetzt mal über meine Träume und meine Wünsche. Und also, ich habe mal neulich vom Geist geträumt. Das war komisch. Ich habe mich eingesucht. Sah aus wie meine Oma. Hallo, da bin ich auch wieder. Hallo, bezieht ihr mich mit ins Gespräch ein? Nein? Okay. Über Interessen reden, von neuen Alben schwärmen, Erfindungen beschreiben, Insider-Witze raushauen, das kommt immer gut, neue Spiele reden. Mit dem Jason und mit der Sarah ohne Haar sind wir auch überhaupt nicht mehr dicke. Oh, das Kind muss pullern, aber richtig. Oh mein Gott, ich muss so trinken, oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Voll gut. Du hast dich jetzt da drüben hingesetzt und so. Auch nicht schlecht. Ja, cool, jetzt habe ich einen Schachpartner, der mir ebenbürtig ist. Ich glaube, ich bin besser als sie. Ich meine, ich bin ja auch Arzt und studiert und so. Verstehen Sie? Oh, das ist scheiße. Jeder reibt mir unter die Nase, dass ich nicht genügend studiert habe oder so. Ich bin Bodybuilder, das reicht mir. Wenigstens habe ich einen geileren Body als du. Das mag ich zu bezweifeln. Warum rennst du denn nicht halbnackt rum, so wie ich, um das zu beweisen? Ja, ich geh da, Mann, ne? Geil, da gibt's Burger. Lalalala. Hat er das schon gehört? Von dem Dinosaurierangriff? Oh, das erzählst du jedes Mal wieder. Hallo, ich nehme mir auch mal einen Burger, ne? Tschüss. Kaffee. Könnten wir nicht einen Kaffee trinken gehen? Also dafür ist jetzt ein bisschen zu spät, ey. Sei denn mal will ein Kind zeugen oder sowas. Ich hab gehört, Koffein soll da voll gut sein. Hä? Wieso das denn? Hast du jetzt vor, mit deinem Freund ein Kind zu kriegen? Hä? Ich sag nicht, ich bin halt bescheuert. So, ich muss jetzt auch aufs Klo. Na, na, na. Bitte an die Toilette gedacht. Ich denke, das ist doch mal so richtig so. Mal, wie viel Gehalt kriegst du denn? Eigentlich ist das etwas, worüber ich nicht unbedingt reden wollte. Okay, meine Freunde sind alle langweilig. Bis auf der Rothaarige. Mit dem haben wir uns inzwischen angefreundet. Hi. Alles okay? Siehst bedrückt aus? Alles gut? Ich meine, wir haben uns bei der Arbeit selten gesehen, aber, ne, hallo und so. Stimmt, den haben wir bei der Arbeit eigentlich noch nie gesehen, der arbeitet aber auch bei uns eigentlich. Naja, wir haben halt unterschiedliche Schichten, ne? Ja, ja, wie eine Zwiebel. Nee, das meine ich nicht, ich meinte unterschiedliche Arbeitsschichten, weißt du? Fliegen, ich mag keine Fliegen. Ich mag auch keine Fliegen. Gut, dass das zwischen uns platonisch ist. Ich hatte gerade schon Angst. Ich meine, du bist echt niedlich, kann man ja nicht anders sagen, aber... Oh, danke schön. Ja, aber ich, Törtchen sind auch niedlich. Trotzdem will man mit ihnen nicht gleich, verstehst du? Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Freundschaftlich ist immer schön, wenn man das gleich geklärt hat. Dann wird es nicht weird oder sowas. Falls man jemanden doch an sein Törtchen will, sollte man das lieber offen sagen. Na, ich bin mir nicht sicher, ob der das so meint. Nein, nein, ich meine das rein platonisch. Ich bin ein sehr ehrlicher Typ. Ich rede hier gar nichts, bestimmt kein Müll. Nee, 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 nee. Der, wie er sie anguckt, guck dich das mal an, ey. Der Blick, wie er alle anguckt, das ist bestimmt voll der Angräber. Oh, das ist ein strahlendes Lächeln heute. Lololo, Leo geht auch mal wieder fürs Bild, ey. Voll gut. Kappa Bencho, alles klar. Wie wär's dann noch mit einem schönen Thumbnail für diese Folge? Okay, geh mal hier hin. Ist ja immer so gut. So ein bisschen Leo im Hintergrund zu haben, wäre voll nice dafür. Ich möchte nämlich hier wieder Postplayer-mäßig ein bisschen was ausprobieren. So. Muss jetzt mal für hinhalten.
Postplayer. Da waren noch hier diese Shy. Das fand ich eigentlich voll gut. So, und Leo, der denkt dabei an total logischen Shit, ist klar. Ah, das ist so ein schönes Bild. Das ist ein schönes Bild, auch für das Ende dieser Episode. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, kommentieren, bewerten, liken, favorisieren, abonnieren. Das war heute mal wieder sehr chaotisch mit unseren Sims. Das ist immer so, wenn man mehrere Sims zusammenwirft, was denen im Kopf abgeht, ey. Aber war doch jetzt ganz interessant, so Yuki und Leo sich das erste Mal wieder so aufeinander zu und... Sie benimmt sich in seiner Gegenwart noch ziemlich awkward. Ja, ja. Sehr mysteriös. Okay, danke fürs Zuschauen, kommentieren, bewerten. Bye, bye, wir singen!